Ha, na endlich. Endlich sind wir aus dem Regen raus. Sorry, die Wetter-App hat eigentlich nur eine Regenwahrscheinlichkeit von 12% vorhergesagt. Wer ist denn bitte schön die Wetter-App? Na hier, so ein Programm auf dem Smartphone. Ach, dein Telefon kann das Wetter vorhersagen? Na klar. Naja, eben nicht, wie man ja sieht. Naja, was soll's. Wenigstens regnet's nicht ins Bushäuschen rein, oder? Ich mag Regen nicht. Bei Regen, da schmerzen immer meine Hüften. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Naja, deine Wetter-App, die wird den Regen ja nicht in deinem Auftrag gemacht haben, oder? Nee, aber es wäre für unseren Fluchtplan echt besser. Es würde nicht regnen. Ach, ja, genau wegen dieses Plans. Übrigens, kann ich jetzt endlich den komischen Hut wieder ausziehen? Nein, nein, besser nicht. Wir wollen doch nicht erkannt werden. Soll uns denn erkennen, bitteschön? Na, zum Beispiel ein Pfleger aus dem Altersheim oder eine Besucherin. Man muss auf alle Fälle vorbereitet sein. Keiner, der uns sieht, soll sich an uns erinnern können. Das ist wichtig. Mhm. Ach, und du meinst, also wenn ein alter Mann mit einem Rollator und einem Zylinder auf dem Kopf mitten in der Nacht mit einem kleinen Mädchen... Ich bin aber kein kleines Mädchen. Oh, tut mir leid. Du hast natürlich recht, Sophie. Ich bin Anne, nicht Sophie. Sophie ist deine Tochter. Oh, tut mir leid. Ich bin ein alter Mann. Aber ich will den blöden Hut nicht mehr tragen. Weißt du was? Der ist das Gegenteil von unauffällig. Na, du hast, glaube ich, recht. Das war dumm. Den habe ich aus der Theatergruppe geklaut. Mhm. Ich dachte, das wäre immer noch besser als ein Cowboy-Hut. Cowboy-Hut? Naja, da hast du wahrscheinlich recht. Besser Johannes Heesters als John Wayne hierzulande. Was, besser wer als wer? Schon gut. Aber du brauchst dir echt keine Sorgen machen. Bei diesem Mistwetter, da geht sicher niemand von der Villa Seerose vor die Tür. Ich habe gerade geguckt, der nächste Bus kommt in ungefähr 14 Minuten. Bis dann wird das schon klappen, wird uns schon keiner sehen. Genau. Und das ist wichtig, weil... Oh Mist, da steht, um diese Uhrzeit gilt mein Schülerausweis gar nicht mehr. Hä, für dich müssen wir auch eine Karte kaufen. Hast du zufällig Geld dabei? Meinst du Bargeld? Klar, wieso? Hast du etwa keins? Nee, Bargeld habe ich nicht. Aber ich habe mein Scheckbuch. Was ist denn ein Scheckbuch? Da kann man Schecks mit ausstellen. Es ist wie Bargeld. Habe ich noch nie gehört. Ey, das kannst du, glaube ich, vergessen. Der Busfahrer, der nimmt sicher keinen Scheck. Ich habe aber nie Bargeld. Warum? Kaufst du denn nie was ein? Nö, das machen die von der Villa Seerose alles für uns. Oh Mann, du Armer. Nicht mal Geld erlauben die dir. Ja, weißt du, eigentlich finde ich das jetzt gar nicht so... Was hast denn du sonst noch in deiner Handtasche? Was? Das ist doch keine Handtasche. Was ist es denn? Das ist eine Herrentasche, das ist modern. Naja, es war vielleicht mal modern. Aber da war ich, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Was hast denn du da drinnen? Okay, lass uns mal gucken. Also, da wäre das Scheckbuch und Taschentücher, wenn ich mal weinen muss... Und Pfefferminzbonbons. Oh, verdammt viele Pfefferminzbonbons. Willst du eins, Sophie? Anne. Oh. Nein, ich hasse Pfefferminzbonbons. Ach, ha, das muss in der Familie liegen. Ich auch. Aber warum hast du denn dann so viele? Die liegen an der Rezeption aus. Kostenlos. Ja, nach dem Frühstück nehme ich immer eins mit. Ja, aber warum denn? Naja, weil sie nichts kosten. Okay, und das ist alles in deiner Handtasche? Ja, schaut so aus. Ja, keinen Pass? Einen Pass? Nein. Sag mal, wo willst du denn eigentlich hin abhauen? Weiß noch nicht genau, aber vielleicht nach Südfrankreich. Ah, Südfrankreich. Regnet's da oft?
Weil, wenn es regnet, dann tun mir ja immer die Hüften weh. Die Hüften weh, ich weiß schon. Aber hey, da regnet es fast nie, Opa. Das ist das beste Wetter der Welt, ganz sicher. Und außerdem gibt es da auch ein Meer. Und das ist besonders gut für alte Leute nämlich, ne? Ah, na, ja. Das ist ja schön. Und was gibt's da für junge Leute so? Das ist egal. Hauptsache, da gibt's keine Mütter. Verstehe. Tut mir leid, Opa, aber ganz ehrlich, du hast ein Monster aufgezogen. Oh, wie kommst du denn da drauf? Fürchtet deine Mutter sich vor Knoblauch? Hä? Ja, ich glaube schon. Und hat sie ein Spiegelbild? Ist das ein Witz von dir? Natürlich ist die kein Vampir. Sie ist nun der faschistischste Kontrollfreak auf der ganzen Welt. Wenn es nach ihr gehen würde, dann müsste ich für jedes Ein- und Ausatmen erstmal einen schriftlichen Antrag stellen. Da gibt's überhaupt nichts zu lachen, Opa. Hey, seit Papa weg ist, darf ich praktisch überhaupt nichts mehr. Hey, ich muss jede Nacht um 10 Uhr zu Hause sein. Und wenn ich wiederkomme, dann muss ich sie anhauchen. Und wenn ich nach Alkohol rieche, hey, dann bekomme ich Hausarrest. Opa, ich bin 16 Jahre alt. Hey, du hättest mal sehen sollen, wie sie, hey, mit ihrem Gorilla die Weinflaschen nur so wegkaut. Das ist total ungerecht. Ihr Gorilla? Ja, ihr schrecklicher Freund. Er ist am ganzen Körper behaart. Oh, das wusste ich nicht. Woher weißt denn du das? Hat sie dir nicht erzählt, oder? Ja. Die hat nämlich einen neuen Freund. Obwohl sie noch verheiratet ist. Eine Ehebrecherin ist das. Ach, Liebling, deine Eltern sind doch geschieden. Nein, sind sie nicht. Der Gerichtstermin war noch nicht. Und sie sind immer noch verheiratet. Aber sie leben doch schon seit 4 Jahren getrennt. Das spielt aber keine Rolle. Offiziell sind sie noch verheiratet. Offiziell ist sie eine Ehebrecherin. Mann, du bist aber streng, Sophie. Opa, ich bin Anne. Oh. Sophie ist deine Tochter. Sophie ist die Ehebrecherin. Tut mir echt leid, Anne. Ich gebe mir jetzt echt Mühe. Ich bin halt ein alter Mann und mir tun die Hüften weh. Schon gut, Opa. Auf jeden Fall muss ich hier weg. Weil ich nicht volljährig bin und du hier im Knast sitzt, dachte ich, wir fliehen halt beide nach Südfrankreich. Okay. Kannst du denn Französisch? Nee. Du? Deux ou trois mots. Das ist ja prima, aber ich glaube, da kommt man noch mit Englisch durch. Hab nachgeschaut. Ach wirklich, da kommt man mit Englisch durch, naja. Dann hat sich in Frankreich aber ganz schön was geändert. Opa, alles ändert sich. Oh, ja, da hast du recht, alles ändert sich. Du, Anne, wusstest du übrigens, dass deine Oma mich betrogen hat? Was? Im Ernst? Ja, hat sie. Und das sagst du so ruhig und lächelst noch dabei? Wenn mein Mann mich betrügen würde, dann würde ich ihm im Schlaf die Eier abschneiden. Das kannst du aber glauben, ey. Hey, das ist aber also ziemlich brutal, oder? Die Ehe ist ein Schwur, oder? Ja. Man schwört, dass man zusammenhalten wird, oder? Ja, hey, das macht doch keinen Sinn, wenn jeder rumvögelt, wie er will, oder? Na. Also Vögeln, das sagt man doch nicht. Opa, ey, Vögel ist total normal. Da gibt es ja viel härtere Sachen heutzutage. Ach, echt? Was denn? Erzähl. Aber warte mal, warum hat Oma dich denn betrogen, hm? Ach so, weil der Tennislehrer sexy war, wahrscheinlich, oder? Das reicht dir als Erklärung. Naja, das war ja auch noch nicht alles. Ich war ein sehr wütender und ungerechter junger Mann, musst du wissen. Du hast sie geschlagen? Was? Nein, natürlich nicht. Nein. Aber, ja, ich habe meine schlechte Laune an ihr ausgelassen. Also, psychische Gewalt. Das war nicht richtig. Das war nicht gut von mir. Das war richtig fies. Warum habt ihr denn nicht darüber geredet? Na, das haben wir ja dann auch gemacht. Wir waren ja auch bis zu ihrem Tod zusammen. Siehste, das beweist es doch wieder. Die Ehe ist ein Schwur.
Und ihr habt das ernst genommen. Ist doch was anderes als mit Gorillas rumvögeln. Nee, Anne. Nee, so einfach ist es nicht. Ich bin echt ganz froh, dass deine Mutter nicht mehr alleine ist, um ehrlich zu sein. Was? Aber du magst doch Papa. Oh ja, ich mag deinen Vater sehr. Wirklich, also ich war wirklich traurig, als das nix wurde mit der Ehe. Aber deine Mutter, die mag ich auch sehr. Ja, und ich hoffe, ihr geht's dieses Mal besser in der Beziehung, weißt du? Du findest also, mein Vater und meine Mutter sind gute Menschen und trotzdem klappt das nicht? Meine Mutter muss sich einen Gorilla raussuchen? Ach, das mit dem Gorilla, wieso weißt du eigentlich, dass der am ganzen Körper behaart ist, hä? Oh, das willst du wirklich nicht wissen, ey. Oh doch, das würde ich eigentlich schon ganz gern wissen. Ah, na gut, das erzähle ich dir dann auf der Busfahrt. Oder besser noch, wenn wir in Frankreich erstmal ein Haus gefunden haben, okay? Oh, Mist. Was piepst denn da? Warte, das ist nix. Was ist denn das? Das ist ein... Was? Ein was? Inkontinenzalarm. Hä, wie bitte? Ach, das willst du nicht wissen, was das ist. Doch, das will ich schon wissen. Gut, das erzähle ich dir dann, wenn wir wieder in meinem Zimmer sind. Was? Nee, Opa, hey, du musst nicht wieder in diesen Knast. Aber ich kann das nicht alleine. Was denn? Was kannst du nicht alleine? Ich bin doch auch noch hier. Ja, aber ich will nicht, dass du das machst. Aber was denn? Oh, ich will einfach wieder in die Villa Seerose, Sophie, okay? Anne. Oh, tut mir leid. Warum? Weil ich nicht will, dass ich meine Familie drum kümmern muss, wenn ich mir wieder in die Windel gepisst hab. So, wolltest du das wissen? Oh. Ja, oh. Ich hab ein Video gesehen. Du hast ein Video gesehen, wo jemand einem alten Mann die Windel wechselt? Nee, viel schlimmer. Oh. Bei uns auf dem Küchentisch. Auf dem Küchentisch. Kannst du dir das vorstellen? Mama war ganz nackt. Und der Gorilla auch. Und dann haben sie ein Video gemacht. Mama hat es nicht mal gut versteckt auf ihrem iPad. Die haben da überhaupt keine Hemmungen, die Schweine. Oh, auf dem Küchentisch. Ekelhaft, gell? Hey, du brauchst nicht glauben, dass ich von dem Tisch jemals wieder im Leben irgendwas essen werde. Das sage ich dir. Und deswegen willst du nach Frankreich? Ja, genau. Hey, so weit weg, wie dein Scheckbuch reicht. Ja, echt. Tja, gut. Und wer wechselt dann meine Windeln, Opa, du bist da freiwillig, oder? Ja. Hey, sag mal, das ist überhaupt kein Knast für alte Leute, oder? Nee. Alle, schau doch mal so aus. Echt, wieso? Naja, die ganzen Gitter vor den Fenstern. Ach so. Naja, weißt, manche sind so alt, die hauen fast genauso gerne ab wie du. Ja, aber du kannst gehen, wenn du willst. Ja, ich kann gehen, wenn ich will. Ich will aber nicht. Aber warum bist du denn dann überhaupt mitgekommen? Mit dem Rollator und dem Zylinder auf dem Kopf? Naja, es klang noch viel Spaß. Im Ernst? Hey, du wolltest gar nicht fliehen. Nee, ich will nicht fliehen. Aber ich würde dich auch nicht alleine nach Frankreich fliehen lassen. Du meinst, das ist nicht schlimm, das mit dem Küchentisch, dem Gorilla und den Vögeln? Ach komm, Anne, Vögeln sagt man nicht. Ach, Opa, ey, du bist so altmodisch. Ich? Pah. Na, erzähl mir mal von deinen modernen Schimpfwörtern, die noch viel schlimmer sind. Fuck. Was? Fuck. Fuck. Was soll denn das sein? Fuck. Naja, das heißt Vögeln. Ah,
aber das klingt viel, viel nobler. Fuck, 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 fuck. Opa, fuck. Opa, wenn nicht einer hört. Okay, und was noch? Shit. Shit kenne ich. Das ist Norddeutsch. Shit, das haben wir auch mal gesagt. Hast du noch was Härteres im Programm? Motherfucker. Muttervögler, wie passend. Stimmt. Der Gorilla ist ein Shit, Motherfucker. Motherfucker, 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 Motherfucker. Opa, hör auf. Okay. Sag lieber wieder Donnerlittchen oder Jesus, Maria und Josef oder sowas. Nö. Ich glaube, ich finde Fuck und Shit und Motherfucker viel besser. Dabei bleibe ich jetzt. Du hast mich verdorben. Opa! Ja, meine liebe kleine Anne. Oh, Opa. Hm? Ich habe Oma nie kennengelernt, stimmt's? Ja, das ist wirklich traurig. War die wirklich so toll, wie du immer sagst? Das war die dritttollste Frau auf der ganzen Welt. Nur so als Beispiel, sie hat mir vergeben. Und weißt du, das kann nicht viele Menschen. Also viele Menschen tun so, aber die tragen das dann trotzdem lebenlang als Last mit sich rum. Vergebung, das ist echt wirklich schwierig. Da braucht man ein großes Herz für. Und sie hat das gekonnt. Naja, und da habe ich mir das dann einfach bei ihr abgeguckt. Und dann konnte ich auch vergeben. Das ist toll, oder? Nur die dritttollste Frau auf der Welt also. Ja, tut mir leid. Nach dir und deiner Mutter, meine Liebe. Ihr seid einfach die cooleren Motherfucker. Opa, jetzt lass das doch. Okay. Wollen wir vielleicht zurück in die Villa Seerose und deine Shit-Mother anrufen? Hä? Die macht sich wahrscheinlich schon Sorgen. Nur wenn du das Schimpfen jetzt wieder aufhörst. Okay, 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 okay. Also ich meine, wenn du mich so erpresst, du faschistischer Control-Freak. Das ist nicht witzig. Ich werde dir einfach erzählen, du musstest mir die Windel wechseln. Okay, das ist aber wieder nicht witzig. Pfefferminzbonbon? Ich hasse Pfefferminzbonbons. Ich auch. Aber weißt du was? Alles ändert sich, hat meine Enkelin zumindest gesagt. Das nicht, Opa. Ja, du hast recht. Shit, Motherfucker, Pfefferminzbonbons.